Dann wollen wir jetzt doch noch mal eine ganz kurze Frage uns anschauen. Die kommt von Nostradamus. Und wie ihr seht, das ist eine sehr, sehr kompakte Frage. Frage steht zum Glück gleich am Anfang. Da heute bekannt wurde, dass Hamilton früher einen Vertrag unterschreiben will, ist mir einiges durch den Kopf gegangen. Das können wir sehen. Hamilton wird ja oft mit Schumacher verglichen, wenn er denn der bessere, größere ist. Wäre für Lewis nun nicht der perfekte Zeitpunkt, um nochmal das Team zu wechseln? Hamilton fährt seit 2014 im besten Team bei Mercedes, Bottas seit 2017 Teamkollege. Er vergleicht das jetzt mit Michael Schumacher bei Benetton, der dann nach 2 WM-Titeln zu Ferrari gegangen ist, da ein bisschen länger gebraucht hat und dann auch da eine Siegesserie in Gang gesetzt hat. Und das kürzen wir alles ab. Zum Ende ist jetzt nicht direkt eine Frage, aber würde mich freuen, wenn ihr mal drüber diskutieren könntet, da ich es sehr interessant finde, die Meinungen von euch dazu zu hören. Glauben wir, dass es für Hamilton tatsächlich als Herausforderung eine Möglichkeit wäre, das Team zu wechseln und dass das irgendwie in den nächsten Wochen auch in seinen Kopf kommen wird? Zunächst mal großes Lob an Nostradamus. So einen langen Text geschrieben, auch Groß- und Kleinschreibung. Ich habe es jetzt nur überflogen, aber es sind auch... Es kommen Kommas vor. Ja, genau. Also es ist in der heutigen Zeit im Internet nicht so üblich. Ich habe mich auch schon gefragt, als ich die Länge gesehen habe, ist, hat er jetzt irgendeinen Monolog von mir transkribiert? Oder? ich bin natürlich großer Freund von so langen Stücken. Aber um das abzukürzen, wäre ich jetzt ein Lewis Hamilton, würde ich nicht wechseln. Wohin denn? Also bei Mercedes hat er die perfekte Wohlfühlatmosphäre, hat er das perfekte Team um sich herum mit aufgebaut, hat mit dem Toto einen an seiner Seite, auf den er zählen kann. Ich bin ja generell der Meinung, dass Toto Wolff einen sehr, sehr großen Anteil hat an den Titeln von Lewis Hamilton. Ich glaube, ohne Toto Wolff wäre Lewis Hamilton nicht erfolgreichster Formel-1-Fahrer der Geschichte, weil Hamilton ist sensibelchen, ist jetzt übertrieben, aber der braucht schon das richtige Umfeld. Also es gibt Fahrer, die brauchen das richtige Umfeld ein bisschen mehr als andere. Jeder braucht das richtige Umfeld. Der eine braucht es noch ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Und der Hamilton braucht schon mehr, glaube ich. Und das Umfeld hat ihm Toto Wolff gegeben. Und wenn ich mir jetzt die anderen Teams so anschaue, wo hätte er dieses Umfeld noch? Bei Ferrari definitiv nicht. Da hat dieses Umfeld niemand. Bei Red Bull kann ich es mir auch nicht vorstellen, solange dann Max Verstappen auch noch drin sitzt. Sonst bei McLaren aktuell kann ich mir vorstellen, dass du auch noch ein sehr, sehr gutes Umfeld hast von den Leuten, die dort sind, mit Zac Brown und Andreas Seidel, aber wieso sollte er wechseln? Also 2022 weiß man natürlich generell nicht, was passiert, aber ich würde es mir trotzdem erstmal mit Mercedes anschauen. Also wenn ich mir aktuell was anschaue, dann doch gerne mit Mercedes, mit dem seit Jahren dominierenden Team. Das ist der Punkt, den wir ja auch öfter gesagt haben. Jetzt zu wechseln wäre eigentlich sehr gefährlich. Jetzt hat er noch das beste Team, beste Auto. Selbst wenn sie nächstes Jahr nicht gut dabei sind, wo sollte er hingehen, wo ein Platz frei ist und das Auto vielleicht nächstes Jahr besser ist? Alpine? Na da, viel Spaß bei der Geschichte. Deswegen Aston Martin? Ja, die müssen auch erstmal irgendwas machen. Also an sich schließt sich das leider aus, auch wenn wir natürlich gerne, wie auch letztes Jahr ja dann der Fall war, ein bisschen drüber diskutieren würden, wo dann die Ferrari-Gerüchte kamen und man da ein bisschen drüber reden konnte. Aber momentan sehe ich noch nie mal irgendeinen Sinn, irgendwas davon zu diskutieren. Markus, wie würdest du das sehen? Was würdest du Lewis empfehlen, wenn er mal wieder bei dir vorbeikommt? 100% bei Mercedes bleiben. Also wenn er das nächste Mal wieder auf ein Bierchen bei mir ist, dann sage ich ihm das auch ganz deutlich. Generell, er war jetzt schon mit 2 unterschiedlichen Teams Weltmeistern und generell dieses Wechseln, also das, was ja auch unter Fans oder Journalisten oft so diskutiert wird, so quasi, der Fahrer muss jetzt nochmal Team wechseln und dort Weltmeister werden, um zu beweisen, dass er ein ganz großer ist. Ich halte es für ein bisschen Blödsinn, ehrlich gesagt, weil wenn man sich so anschaut, die Gründe, warum große Fahrerteams gewechselt haben, das war in den seltensten Fällen dieses berühmte, eine neue Herausforderung suchen, sondern das war einfach, weil sie dort irgendwas gefunden haben, das sie im anderen Team nicht hatten, weil es ihnen dort eben besser gegangen ist, aus irgendeinem Grund. Aber wenn sich Hamilton jetzt pudelwohl fühlt bei Mercedes, warum soll er weggehen?
Und das gleiche Thema mit der MotoGP mit Marc Marquez, wenn sich der bei Honda super wohlfühlt, ja, natürlich wird er dann 15 oder 20 Jahre dort fahren, weil warum soll er sich bewusst schlechter machen? Also ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Mythos, der da entstanden ist, weil man gesagt hat, ja, ein Michael Schumacher, der konnte zuerst mit Benetton Weltmeister werden und dann mit Ferrari, oder ein Valentino Rossi, der konnte zuerst mit Honda gewinnen und dann mit Yamaha. Aber zumindest bei Rossi war es jetzt auch nicht eine neue Herausforderung suchen, sondern da war es einfach, weil er sich von Honda nicht wertgeschätzt gefühlt hat. Eben das, was Christian angesprochen hat, diese Wohlfühlatmosphäre quasi im Team. Und ja. Von dem her, glaube ich, gibt es aktuell einfach keinen Grund für Lewis Hamilton zu wechseln. Und bei Hamilton kommt auch dazu, er will auch ein bisschen Kleingeld haben, das müsste derjenige dann auch haben. Also bei McLaren kannst du das vergessen. Und welches andere Team hätte jetzt noch Chancen, da so ein bisschen vorne mit reinzukommen, wenn Red Bull, Mercedes und Ferrari durch sind? Aber wer natürlich Geld hätte, wäre schon der Stroll. Der kann sich den Hamilton leisten. Ja. Aber ich sag mal so, Wohlfühlatmosphäre ist in dem Sinn derzeit auch nicht angesagt. Also. Es sieht nicht danach aus, nein. Und bei Alpine hätte er natürlich dann mit Teamchef Fernando Alonso zu kämpfen. Also. Und da, die haben ja eine kleine Vorgeschichte. Ja, das wäre witzig. Das würde ich gerne sehen. Den berühmt-berüchtigten Kreis schließen. Mhm. Die beiden nochmal in einem Team als Teamchef-Fahrer-Kombination. Finde ich geil. Frage mich, ob sich schon jemals ein Mensch, der im selben Raum wie Lawrence Stroll war, wohlgefühlt hat. Ja. Also ich kenne den Mann nicht persönlich, aber was ich so von ihm mitbekommen habe, gruseliger Typ. Das war ein Ausschnitt aus unserem wöchentlichen Livestream. Wenn du noch mehr Diskussionen über die Formel 1, über die MotoGP und alles, was in der Motorsportwelt sonst noch los ist, sehen möchtest, dann bist du bei MSM Live jeden Mittwoch um 17.30 Uhr genau richtig aufgehoben. Und damit du keine Folge mehr verpasst und immer deine Fragen live stellen kannst, Kanal läuten, Glocke abonnieren und beim nächsten Mal live dabei sein.